Liebe Zuschauer, die Woche hat noch so schön angefangen. Ständig neue Jahreshochs beim DAX. Aber so ab Mitte der Woche haben wir gesehen, so einfach ist es gar nicht mit der 11.500, die zu halten, oder? Ja, das ist eine richtige knackige Marke. Die hat es wirklich ganz schön in sich, Viola. Der DAX ist daran jetzt gescheitert am Mittwoch. Und muss aber auch sagen, du hast ja schon angedeutet, 6 Gewinntage in Folge. Und da wollen wir unseren lieben DAX ja auch mal nicht überfordern. Er ist ja zeitweise sehr dünnhäutig. Und von daher ist es auch klar, dass früher oder später mal Gewinnmitnahmen einsetzen. Mhm. Vor allem, wenn man sich auch noch mal vor Augen führt, dass der DAX seit Anfang des Jahres ja gut 1.000 Punkte gut gemacht hat. Und dass da einfach mal die Anleger ein paar Schäfchen ins Trockene bringen, ist auch klar. Das ist Hintergrund. Wenn man aber auch vor allem bedenkt, Anfang dieser Woche waren es ja mal wieder die Hoffnungen auf eine Annäherung im Handelskonflikt USA-China. Das hatten wir jetzt schon häufig, das Thema. Mhm. Immer wenn es nach Annäherung aussieht, macht der DAX einen Sprung. Machen wir auch. Diesmal hat man das sehr deutlich auch an den asiatischen Märkten gesehen. Aber auch da, die Vorschusslorbeeren, die man da schon austeilt, ist immer die Frage, wie berechtigt sind die dann? Und die reichen natürlich, ohne dass da wirklich ein Durchbruch kommt, eben auch nicht unbedingt für noch weitere Sprünge. Genau, der DAX hat sich ja eigentlich schon ziemlich von der Hoffnung ernährt. Jetzt braucht er aber doch langsam mal ein bisschen handfestere Nahrung und die kommt halt nicht. Immer mal wieder Hoffnungssignale oder ein Silberstreif am Horizont, der dann aber relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwindet. Jetzt hat der US-Handelsbeauftragte Lighthizer ein bisschen dazwischen gefunkt und meinte, ach, das reicht alles nicht, alles, was man sich da überlegt hat, das ist für ein Handelsabkommen einfach zu wenig. Und naja, das, wie gesagt, es müssen mal Taten folgen, die folgen aber nicht. Und von Hoffnung allein und von Luft und Liebe lebt der DAX nicht. Und so ja, schaut's aus. Man muss auch sagen, Taten müssen mal folgen. Ja. Super Stichwort auch für das nächste Thema Brexit. Man hat jetzt mal wieder abgestimmt. Ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen, aber man hat jetzt quasi nur abgestimmt, dass man jetzt noch mal weiter abstimmt. Also das heißt, letztlich ist alles möglich, auch das Thema Verschiebung jetzt wieder. Man hat allerdings sehr deutlich gesehen beim britischen Pfund, das hat sehr stark reagiert. Ja. Da hat man offensichtlich das Thema, es könnte ja trotzdem eigentlich auch No Deal, also harter Brexit, wäre ja theoretisch schon möglich. Am Markt sieht man das offensichtlich nicht mehr so, also geht davon aus, dass da noch in irgendeiner Weise eine Lösung gefunden wird und wenn es die Verschiebung ist, aber auch da wirkliche Fakten. Haben wir noch keine neuen. Also wir haben sehr viele unendliche Geschichten gerade am Laufen und vor dem Hintergrund muss man ja eigentlich sagen, dass der DAX schon relativ tapfer ist. Also das könnte ja auch alles ganz anders aussehen. Ja, und man muss sagen, was ja ansonsten noch anstand in dieser Woche, waren ja jede Menge Unternehmenszahlen und die sind eben auch nicht alle gut angekommen. Also insofern könnte man sagen, gut, wenn jetzt so diese Vorschusslorbeeren-Rallye erstmal so ein bisschen abgefrühstückt ist, guckt man wieder mehr auf die Zahlen. Aber da gab es eben sehr unterschiedliches. Also zum Beispiel am Anfang der Woche Covestro, da hat man die Konjunkturabkühlung auch so ein bisschen zu spüren bekommen. Die Zahlen kamen nicht so gut an, oder? Covestro hat den Markt nicht gerade überzeugt. Also da gab es einige Probleme. BASF hat im selben Atemzug auch Zahlen geliefert, beides ja Konkurrenten. Die Zahlen von BASF waren auch nicht gerade glorreich, kann man sagen. Hier macht sich auch der Handelsstreit USA-China bemerkbar. Ein wichtiger Markt auch für BASF. Abkühlung in der Automobilindustrie, eigentlich so mit der größte Kunde von BASF. Aber der Ausblick war auf jeden Fall optimistischer. Die Dividende soll sogar steigen, obwohl der Gewinn eingebrochen ist. Das nehmen Anleger ja gerne dankbar zur Kenntnis. Und dann hat man auch so eine gewisse Umschichtung von Covestro nach BASF beobachten können. Wobei sich die Covestro-Aktie auch wieder ein bisschen gefangen hat jetzt. Aktuell so gegen Ende der Woche. Dann gab es auch noch Zahlen von Bayer. Da hat die Monsanto-Übernahme sich ja in dem Fall positiv bemerkbar gemacht. Bei der Presse hat man das nicht immer so. Ja, also der Umsatz konnte gesteigert werden dank der Monsanto-Übernahme. Gewinn ist auch eingebrochen bei Bayer, muss man sagen. Und natürlich ist bei weitem nicht alles eitel Sonnenschein bei Monsanto. Wir haben nach wie vor die Glyphosat-Klagen. Das werden auch nicht weniger, im Gegenteil. Das werden immer mehr. Es steht immer noch im Raum, ist Glyphosat, also dieser Unkrautvernichter, krebserregend oder nicht. Solange das nicht geklärt ist und solange da kein Gericht irgendeine Entscheidung trifft, wird das auch noch an die Nerven gehen. Das wird ins Geld gehen. Das lastet einfach auf der Aktie. Man muss aber auch sagen, es ist schon viel eingepreist gewesen. Mhm. Also Bayer hat im letzten Jahr 40%, die Bayer-Aktie 40% eingebüßt, also nochmal doppelt so viel wie der DAX. Da ist viel drin, also da ist jetzt auch mal wieder ein bisschen Zeit für eine Gegenbewegung. Also sie hat schon knüppeldicke abbekommen und von daher ein bisschen Erholung gerade schon angesagt. Knüppeldick abbekommen, auch ein schönes Stichwort für Beiersdorf. Ja. Da gab es nämlich in dieser Woche Zahlen, kam überhaupt nicht gut an. Ja. Man will investieren, hört man ja eigentlich ganz gerne am Markt. Also investieren, man soll um weiteres Wachstum investieren, zu generieren. Also künftiges Wachstum hört man auch gerne, aber ja, das geht ja trotzdem erstmal zulasten der Rendite. 70 bis 80 Millionen Euro im Jahr sollen es dann sein bei Beiersdorf. Vor allem so ein bisschen die Kosmetikbranche steht da auch im Zentrum. Also benutzt du Nivea-Produkte oder Marken von Beiersdorf? Ach, bestimmt. Aber siehst du, ne? Vor meinem inneren Auge habe ich jetzt gerade was überlegt. Ja, das sind vielleicht so Standardprodukte, die man so ein bisschen hat, aber es ist nicht hip mehr, oder? Also es ist Nivea und Co., das sind irgendwie... Und mittlerweile bekommt Beiersdorf das tatsächlich ein bisschen zu spüren, dass es jetzt viele
junge Unternehmen gibt, viele trendige Marken. Ein bisschen der Rang wird einfach diesen alteingesessenen Marken abgelaufen. Natürlich sind auch in den Plänen von Beiersdorf, man hat ja jetzt ein Renovierungsprogramm sozusagen aufgelegt, da fallen natürlich dann die beliebten Buzzwords, man kann es nicht mehr hören. Digitalisierung, Innovation, Internationalisierung, hört sich alles ja schön und gut an, es wird teuer. Trotzdem, der Marc hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass Beiersdorf, wenn die auch immer am gleichen Tag Zahlen liefern, ne? Damit man auch Beiersdorf vielleicht jemand anderen übernimmt und sich somit ein bisschen stärkt. Das Thema ist natürlich jetzt vom Tisch. Das Geld geht jetzt für dieses Aufhübschungsprogramm drauf und das hat den Anlegern nicht gefallen. Es geht zu Kosten der Rendite, die wird immer noch da sein. Es ist nicht so, dass negative Rendite erzielt wird oder Verluste, aber naja, wie das halt so ist, Wachstum ohne Ende, das hat man halt gerne. Ja, aufhübschen geht erstmal ins Geld. Ja. Das kennt ihr ja schließlich auch. Und dann hatten wir noch, also Sie kennen es ja quasi, liebe Zuschauer, keine Woche ohne mal wieder ein aufgewärmtes Fusions-Spekulationsfeuerwerk zum Thema Commerzbank, Deutsche Bank. Hatten wir schon häufiger. Was war da jetzt in dieser Woche das Neue dran? Also vom Tisch ist das Thema nicht, aber nein, was hat es neu gemacht? Es ist auch nach wie vor so, dass es nichts Konkretes gibt, aber es bilden sich Tendenzen heraus. Großaktionär Cerberus scheint auch nicht mehr ganz so abgeneigt zu sein. Also es hieß ja lange Zeit, es ist in Deutschland Platz für zwei Großbanken, aber wir haben ja zwei sehr angeschlagene Großbanken und jetzt ist so ein bisschen die Überlegung im Raum, so nach dem Motto, Minus und Minus gibt Plus. Zwei kranke Banken ergeben eine gesunde Bank. Das ist so ein bisschen die Fantasie. Es steht auch ein bisschen die Angst dahinter, dass die Deutsche Bank vielleicht so aus eigener Kraft auch nicht mehr schafft. Und deswegen scheinen jetzt zumindest alle so ein bisschen mehr in Richtung, na gut, Fusion ist vielleicht keine schlechte Idee, hinzuarbeiten. Also ich weiß zumindest, wenn die wirklich irgendwann fusionieren, fehlt uns ein regelmäßiges Thema in dieser Kategorie. Oh. Aber dann haben wir bestimmt was anderes zu berichten. Da bin ich auch ganz optimistisch. Lass uns mal gucken, was nächste Woche so ansteht. Nächste Woche steht auch in den Startlöchern. Ja, es sieht nach einigen Terminen auch aus in der kommenden Woche und auch wieder jede Menge Zahlen. Also bei uns sieht man jetzt die Berichtssaison noch nicht durch. Aus den USA kommt nicht mehr so wahnsinnig viel. Da haben wir nur noch Salesforce und dann am Donnerstag geht es dann munter weiter. Deutsche Post, Bonovia, Merck und Continental. Dass sie auch immer alle am gleichen Tag liefern müssen, ne? Ja, dann wird es uns auf jeden Fall nicht langweilig. Also bei einigen gab es ja auch schon die vorläufigen Zahlen. Aber was wir in der letzten Zeit manchmal gesehen haben, also selbst bei den Details, hat es dann manchmal noch die eine oder andere Marktreaktion gegeben in alle Richtungen. Aber wie gesagt, die Berichtssaison lässt uns nicht los. Gucken wir mal, ob das dann noch Impulse liefert. Einige Konjunkturdaten aus den USA nächste Woche noch auf dem Zettel. Da ist einiges Spannendes dabei, nämlich die Jobdaten. Da guckt man natürlich besonders hin. Ein bisschen die Vorlieferung oder so ein bisschen die Vorindikation schon mal natürlich. Die ADP-Jobdaten, die wir da sehen werden, das ist natürlich ein großer Faktor und das Basebook der Fed. Also alles natürlich immer im Hinblick auf, wie geht es weiter mit der Geldpolitik. Handelsbilanz sollte eigentlich schon geliefert werden, wird ein bisschen nachgetragen sozusagen. Hat ja so ein bisschen gestottert im Motor in den USA mit dem Shutdown. Also kann es sein, dass die ein oder anderen Daten dann einfach noch ein bisschen später geliefert wurden. Das war ja damals auch dann immer so dieses, okay, eigentlich sollten wir dann und dann Daten bekommen, schauen wir mal, ob wir die kriegen. Also das Thema Shutdown ist noch gar nicht so lange her. Hat man jetzt ganz schnell auf einmal auch wieder so, Shutdown war da mal was. Stimmt. Aber hat man in den USA gerne mal in den USA. Und dann haben wir noch Eröffnung Genfer Autosalon. Also es könnte auch natürlich wieder spannend werden. Also bei den Autos in der letzten Zeit, einfach auch von den Trends etc. haben wir bei den Automobilwerten in der letzten Zeit ja einiges gesehen, was jetzt nicht unbedingt alles so gut ankam am Markt. Aber wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Wo guckst du jetzt besonders hin in der Woche? Also ich bin auf jeden Fall immer gerne bei den Unternehmenszahlen dabei. Konjunkturdaten gehört natürlich alles mit dazu. Also naja, und auf jeden Fall auf die 11.500-Punkte-Marke. Da gucke ich ganz besonders, wie wir alle wahrscheinlich. Die behalten wir auf jeden Fall im Blick. Also was ich ganz spannend finde, ist, die Arbeitsmarktdaten guckt man sich ja eben besonders deshalb an, natürlich wie läuft es in den USA, aber eben auch im Hinblick darauf, wie geht es weiter mit der Geldpolitik. Da ja aber die Fed in letzter Zeit schon wiederholt gesagt hat, wir machen es eher ein bisschen gemütlich, komm mal langsam runter. Ist jetzt die Frage, wie viel Überraschungspotenzial jetzt bei diesen Daten dabei ist. Aber auch da lassen wir uns natürlich jederzeit überraschen. Und ansonsten würde ich mal sagen, genau, lassen wir uns nächsten Donnerstag gemeinsam wieder überraschen, oder? Und bis dahin, ja, gute Zeit, guten Handel und bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Bis dann.